Hallo ihr Lieben, so, wieder Princess Charming, ihr wolltet es und wir haben jetzt Folge 8, ich bin ein bisschen überrascht, wie schnell das alles geht. Ich dachte, das wäre auch so wie bei Bachelor mit Dream Dates und Eltern, aber das geht ja jetzt rucki zucki zur Sache. Deswegen, ja, gehen wir mal gleich rein. Also wenn du zufällig noch nicht auf meinen Seiten warst, dann schau gerne mal auf Liebeship vorbei. Gibt es viele Kurse rund um Dating, Beziehung, Liebe. Und für meine Fans nochmal der schicke Beutel. Gibt es noch ein paar. Findet ihr unter Merch auch auf Liebeship. Ja, ich fand es eine sehr harmonische Folge. Werden wahrscheinlich die meisten so sehen. Und ja, überhaupt habe ich so das Gefühl, dass da. Also bei Elsa bin ich mir manchmal nicht so sicher, aber insgesamt wenig Spielchen gibt, so, was wirkt jetzt nicht immer so, als wenn alle nur auf einen Instagram-Account auswären, aber naja, trotzdem, ja, ist das sicherlich immer eine große Motivation, diese Sendung zu gehen, aber es fällt diesmal irgendwie nicht so auf, weiß ich nicht, ist irgendwie, ja, und offensichtlich die vier, die da jetzt noch drin sind, plus Irina, die das übrigens echt super macht, finde ich, ja, verstehen sich offensichtlich Bombe. Und naja, schauen wir uns das mal an. Ja, erstmal gab es Aerial Yoga mit Lou und Miri. Ja, ist Irina erstmal ordentlich schlecht geworden, was ja auch mal interessant, also interessant in dem Sinne, wie gehen jetzt die anderen damit um, wenn es ihr nicht gut geht, so. Und was ich erstmal super fand, dann saßen die drei da, ist natürlich immer eine blöde Situation, und dass dann Lou sagt, ach komm, ich gehe jetzt mal raus, irgendwie vor die Tür, dann könnt ihr reden. Das ist natürlich immer super beim Dating, wenn man so eine, weiß ich nicht, so eine What-the-fuck-Attitude hat. Selbst wenn man jemanden gut findet, sagt, ey, entweder es geht gut aus, geht nicht gut aus, nicht so clingy ist und needy. Das ist immer super beim Dating. Also, ich finde, Lou macht das mega. Habe ja auch schon letztes Mal schon gesagt, das ist meine absolute Favoritin, obwohl sie gegen diesen Altersunterschied ankämpfen muss, der natürlich mit 30 und 20 recht üppig ist. Und genau. Ja, jetzt sehen wir erstmal Miri mit ihrem Einzel. Und meine, klar, Miri weiß, dass sie vielleicht ein bisschen hinten dran ist und kann das, finde das auch irgendwo gut und verständlich grundsätzlich, dass sie dann sagt, ach, ich möchte dich nochmal küssen. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich mit diesem Kusskonsens, also gerade jetzt, also beim zweiten Kuss, finde ich es persönlich theoretisch noch absurder, aber jetzt weiß man natürlich, ihr ging es nicht gut, vielleicht will sie das gerade nicht, also insofern ist das dann doch wieder, denke ich, ein guter Moment, das zu fragen. Trotzdem ist sie mehr bei sich als bei ihr vielleicht so, was jetzt überhaupt nicht schlimm ist, einfach die Aufregung. Und bei Miri sieht man, finde ich auch, dass es manchmal echt fürs Dating nicht so optimal ist, wenn man so komplett verknallt das angeht. Dann, ja, ist man, hat man manchmal nicht so einen coolen Vibe, wie wenn man nur so halb verknallt ist. Und andererseits, Lou handelt das wieder perfekt. Magst du dich kurz zu mir legen? Ja, gerne. Ich brauche auch gerade eine Umarmung. Ja, ganz heck. Geht dir besser? Mhm. Und nimmt wahr, was sie, ja, was sie für eine, für ein Bedürfnis gerade hat, nimmt dieses Bedürfnis korrekt wahr und beantwortet es. Das ist genau, was man will in einer Beziehung. Und da gibt es halt verschiedene Bedürfnisse, das wollte ich heute auch mal ein bisschen beleuchten. Es gibt natürlich diese verschiedenen Dating-Qualitäten. Es gibt, also gerade wenn man jemanden über eine längere Strecke datet, gibt es, um eine Beziehung sucht und nicht irgendwie dreckiges Dreieck oder wilde Affäre oder ich weiß nicht was. Dreckiges Dreieck klingt übrigens auch gut. ja, sucht man halt jemand, wo man sich ankuscheln kann, anlehnen kann, wenn man so will, freundschaftliche Ebene, und man sucht jemand, ja klar, wo Chemie da ist, wo es hot ist, und das muss man dann halt beides bedienen idealerweise, ne? Und das ist natürlich immer gar nicht so schwer, ist natürlich auch total matchabhängig, wie das jetzt so passt.
Und ich finde, Lou gelingt das ziemlich gut, die beiden Sachen übereinander zu kriegen. Miri kommt ganz klar so auf der Freundschaftsebene rüber, ne? Ich glaub, sie werden auch ganz viele mögen. Was ich habe es jetzt nicht so verfolgt, könnte ich mir vorstellen, dass sie da ein gutes Following kriegen wird, falls sie da auf Instagram ist, gehe ich mal davon aus. Und vielleicht auch wieder im Fernsehen zu sehen sein wird. Aber ja, so unter Dating-Gesichtspunkten kommt sie halt viel zu sehr aus dieser Freundschaftsecke so. Aber letzten Endes wird er auch auf den Topf passt natürlich auch ein Deckel. Also, ich meine, es sucht jeder was anderes, aber ich glaube, damit wird sie sich etwas leichter machen. So. Genau, ja, als nächstes hatten dann Elsa und Biene noch beim Sub-Paddling da ihre Chance. Echt herausforderndes Wetter für Sub-Paddling, muss ich echt sagen. Und ja, also jetzt, Elsa ist jetzt halt jemand, der super diesen sexuellen Vibe bedient, mit diesem immer so ein bisschen. Ich konnte mit ihr so ein bisschen Spaß machen und kämpfen. Herausfordern, ein bisschen also pieken jetzt in a good way, ein bisschen competitive, ja, total selbstbewusst, forward. Das ist super gut für so einen sexuellen Vibe. Die Gefahr ist halt immer, dass einem das jemand zu viel ist und dass jemand dann Angst hat, an so einen Playerin in dem Fall zu geraten, so. Und ich habe wieder. Oh, kennt ihr das eigentlich auch, wenn man so im Seebaden war? Und ich weiß nicht, ob das schon wieder so Blaualgen sind, dass man danach mega Allergie hat. Das ist krass. Naja, egal. Also, ich denke, da. Sie macht das auf ihre Art halt auch super und sie wird da sicherlich super Dating-Erfolg mit haben. Nur, das ist natürlich. Also, Chemie ist immer dieses ein bisschen kurzfristigere so. Und wenn man wirklich jemanden für eine Beziehung begeistern will. Und der jemand nicht absolut 100% abfährt auf Chemie, was natürlich viele tun, aber Irina hat da, glaube ich, so eine gesunde Vorsicht, dann, ja, da muss man halt aufpassen, dass man das da nicht zu viel macht. So. Oder es passt eben auch einfach nicht so letzten Endes. Ne? Ja, gut, das sehen wir jetzt auch in den Einzelmomenten, die die beiden jetzt haben. Also ich merke ja auch, dass ich mich zu dir mega so auf den Verkörperlichen gezogen fühle. In mir stellt sich nur irgendwie die Frage, und das kann ich noch nicht so richtig einordnen, wie sieht dein Interesse an mir aus? Also ist das nur sozusagen, gehört das zur Erfahrung mit dazu? Ja, berechtigte Frage, ne? Also ich finde Irina da echt ein super gutes Beispiel für jemand, der echt demonstriert, wie man sich Gedanken macht über eine Dating-Situation so und ja, wie man die gut gestaltet so. Also finde, sie macht das mega, dass man sich eben drüber nachdenkt, ja, was ist jetzt genau das Interesse, was der andere so an mir hat, ne? Also finde ich sehr stimmig. Und trotzdem reagiert sie auf diesen, und das ist natürlich auch für Dating super, ne, wenn jemand so ein Vibe hervorrufen kann. Ja, das klar, weil viele Menschen entscheiden sich dann eben doch für den Vibe und gegen den Kopf. Und da kann man schon gute Dating-Erfolge mit erzielen. Also man merkt auch, dass Irina sich dem irgendwie nicht so richtig entziehen kann, ne? Und das ist natürlich auch cool, ne? Ich glaube, weil ich schon schüchtern bin und mich dann nicht so behaupten kann. Ja, weiß nicht, vielleicht braucht man ein bisschen länger, um uns zu sehen. Ja, mit Biene jetzt, ja, also mit Schüchternheit fällt es natürlich schwer, so einen sexuellen Vibe zu bedienen. Also manche stehen aber auch drauf. Ich meine, von daher ist es alles halt alles so eine Matchfrage. Aber ich denke schon, dass sie, also ich glaube, dass sie insgesamt einfach, weiß ich nicht, vielleicht einfach letztlich einfach nicht so funkt bei denen. Fand ich aber auch lange nicht so richtig klar so. Aber ich denke, dass sie auf jeden Fall auch eher einen Freundschaftsvibe so bedient. Ja, und dann geht es ja ruckzuck, dann kam auch schon letzte Nacht der Rosen und man sieht, dass die verstehen sich einfach so. Gibt es auch gar keine Einzelgespräche mehr und ja, die kommen einfach gut miteinander klar und das ist Irina auch
super schwer fällt, da jetzt jemand rauszuwählen. Ich dachte ja, sie muss ja auch nur einen rauswählen, aber sie muss ja zwei rauswählen. Das ist natürlich jetzt echt mega hart. Ja, als erstes trifft es Miri und wie Irina da jetzt reagiert, sieht man genau dieses Problem. Man mag jemand total und wäre halt eine super Freundin. Aber das ist halt das Problem, wenn die Chemie einfach nicht da ist. Also man kann im Dating natürlich fälschlicherweise vielleicht, guckt man eher über vielleicht mangelnde Kompatibilität hinweg und lässt sich so in die Chemie reinfallen. Aber andersrum ist es echt schwierig, ne? Da muss man so gegen den Kopf daten und also wenn man da keine harten Fakten hat, hat sich irgendwie schon so ein bisschen abgezeichnet, fand ich, wie überhaupt, muss ich es einfach mal sagen, die beiden, die ich im Finale gesehen habe, jetzt auch reinkommen. Du, bei dir spüre ich, dass du es ernst mit mir meinst und immer wenn ich dich sehe, muss ich lächeln. Ja, ich meine, muss man nicht viel zu sagen, es matcht einfach, also ich finde die beiden auch ein mega Paar und sie macht da ein super Dating-Game, also es ist wirklich erstklassig, finde ich, und meiner Ansicht nach ist jeder komplett chancenlos gegen sie inzwischen. Und sie hat dermaßen gepunktet heute, so wie sie war. Und alle anderen haben eigentlich nicht gepunktet heute. Ne? Die haben ja schöne Dates oder diese Mikro-Dates gehabt da. Ich denke, Lou hat mit dieser empathischen Art und also sie ist halt wirklich, also hat sich ja als sehr empathisch dargestellt und nicht einfach nur gesagt, sie ist empathisch oder irgendwie sowas, was ja auch viele machen. Und das gibt natürlich mega Punkte so, ne? Und also ich glaube schon, dass Irina, also es wirkt schon so, als wenn wirklich, wirklich jemand sucht und ja, dann will man sich auch mal, also will man sich nicht angestrengt fühlen, was sie auch zwischendurch mal sagt, ne? Mit, wie das mit Elsa ist. Aber ich schaue mal weiter. Biene, ja, du lachst und strahlst immer, du stehst mit beiden Beinen im Leben und du weißt, was du willst. Und insbesondere auf der Bullifahrt ist mir nochmal klar geworden, dass wir dieselben Interessen haben. Und deshalb der Verstand hat in allen Punkten ja gesagt. Ja, ist auch wieder Freundschaftsebene super. Sie hat natürlich auch noch punktet sicherlich auch, weil sie altersmäßig näher dran ist. Und wie sie so sagt, so, ja, weiß ich nicht. Es ist natürlich, der eine mag das mehr, der andere weniger, oder ist dem mehr wichtig oder weniger wichtig, dass man so ähnlichen Platz hat im Leben, aber ja, fehlt halt wieder Chemie, ne? So übersetze ich das mal. Und jetzt spannend bei Elsa. Wir haben insbesondere beide Probleme damit, über unsere Gefühle zu sprechen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass mein Bauchgefühl mir bei dir sagt, Vorsicht. Ja, erstmal muss man sagen, was haben die alle für krasse Augen? Das wird auch echt gut gefilmt, ich weiß es nicht. Aber der sieht mal wieder, dass der Vibe, würde ich das mal nennen, also Chemie überstimmt häufig Kompatibilität. Aber Irina, ja, ich meine, gut, die sind ja auch noch nicht richtig zusammen, also kann man ja noch weiter gucken. Aber ich würde natürlich, ich muss natürlich immer sagen, als Dating Coach, hört auf euer fucking Bauchgefühl. Also wenn sich das, und sie hatte offensichtlich ein gutes, klares, ne? Aber kann man auch hier wieder sehen, wie sie so sagt, der Bauch den Kopf überstimmt. Ne? Trotzdem hat sie meiner Ansicht nach 0,0 Chance gegen Lou. Also da müsste schon irgendwas mega krasses passieren. Weiß ich nicht, das, keine Ahnung. Ist es schon, also weiß nicht, wie Lou das noch verkacken kann. Fällt mir jetzt nichts ein, außer dass sie vielleicht heimlich Katzen quält in der Sendung. Nein, Spaß. Also, das ist. Aber gut, wir lassen uns mal überraschen. Auf jeden Fall, also das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist halt, dass Irina immer wieder so drauf rumhackt auf diesem Altersunterschied. Ich würde mir sowas nicht anhören wollen als jüngerer Mensch, du bist schon so reif für dein Alter, also das wird mich echt abfacken. Deswegen, was da so letztlich jetzt bei rauskommt, also offensichtlich hackt es da ja auch gewaltig, aber nochmal, Lou macht ein mega Dating-Game und ist wirklich vom Feinsten.
Und ja, ich denke, sie wird den Erfolg einheimsen. Wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Und wir werden uns natürlich sowieso bald wiedersehen. Ja, hier ist Christian Hemschemeier, Psychologe, Paartherapeut, spiritueller Coach, Coach und so weiter. Diverses andere, was ich nicht alles hier mal aufzählen will. Und wir beantworten mal wieder eine Frage. Es gibt einen 12-Euro-Code. Eignet sich immer, wenn man so Kurse nachkaufen will. 12 Ferien heißt der, übers Wochenende, ganz kurze Geschichte. Es gibt den neuen Glaubenssätze-Kurs, es gibt ein 3-Stunden-Paket bei mir und noch so einiges andere. Ich habe Liebeschips so ein bisschen neu gemacht auf der Startseite. Schaut euch einfach mal um. Und vielleicht wollt ihr auch noch so einen schicken Sommerbeutel haben. Gibt noch zwei andere Sprüche. So, findet ihr unter Merch und für Fans auf meiner Seite. So, was haben wir denn für ein schönes Thema? Ich glaube, hoffe, dass es nicht wieder ein Dreieck ist, aber ich fürchte, aber da war noch irgendwas anderes Cooles drin. Ah, ihr seht es ja dann am Videotitel. Genau. Hallo Christian, ich habe mich vor ein paar Tagen von meiner Freundin getrennt, da sie ein Verhalten an den Tag gelegt hat, was mir nicht gut getan hat. Ich habe daher auf YouTube nach toxischen Beziehungen gesucht, bin auf deine Videos gestoßen, die mir schon sehr viel geholfen haben, um das Ganze zu verstehen. Ich hatte davor noch nichts von Lovebombing oder Future Planning, ja, Future Faking nenne ich das ja immer. Future Faking geht übrigens zurück auf Natalie Lou, mit der ist auch, die kommt gerade richtig, also ich finde die mega, vielleicht kennt ihr die von ihrem Podcast. Die kommt auch bald mit einem Buch auf Deutsch raus und ich wollte die wollte auch zu mir ins YouTube-Video oder in den Podcast kommen. Und das mal nur so am Rande. Genau, musste feststellen, dass ich, glaube ich, eben auf das reingefallen bin. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das dann noch so ist. Kurz zur Geschichte. Ich kam aus einer sehr harmonischen und respektvollen Beziehung, aber der Sex fehlte. Ich konnte irgendwie nicht mehr mit ihm schlafen und wenn, war es eher abarbeiten, kein Freude und Genuss. Ja, das ist ja dieses Problem, was wir so angehen müssen. Das werde ich auch mit meinem ganz geplanten Buch, was nächstes Jahr rauskommt, mal bearbeiten. Dieses eine Extrem sind diese langweiligen Beziehungen, auf der anderen diese toxischen Beziehungen. Wie finden wir da raus? Und wir kommen ja nicht immer in diese Extreme. Ne? Es hat halt viel mit dem Ego zu tun. Das Ego liebt die Extreme. Und auch viel mit so spirituellen Ebenen zu tun. Gehen wir in die Breite, gehen wir in die Tiefe. Aber gut, will ich jetzt nicht alles hier erzählen. Wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir die Beziehung so nicht weiterführen möchten. Anfang diesen Jahres haben wir uns getrennt. Ich bin wieder in meine Heimatstadt nach Timbuktu gezogen. Kurz darauf, circa... Also kurz nach der Trennung schrieb mich meine jetzige Ex-Freundin an. Ah, jetzige Ex-Freundin, habe ich kurz gestolpert. Das meint, also das jetzt kommt eine neue Freundin, die jetzt aber schon deine Ex-Freundin. Sie schrieb, dass ihre Katze entlaufen sei und ob ich ihr nicht beim Joggen die Augen aufhalten könnte. Zufall. Ach Gott. Zufall. Oh, natürlich kein Zufall. Wir kamen so ins Schreiben, tauschen Nummern aus, telefonieren dann auch. Sie kamen damals aus einer langen Beziehung, in der ihr Freund sie am Ende anscheinend nicht mehr beachtete und sie keinen Sex mehr hatten. Kann auch stimmen, auch nicht. Ich war nicht dabei. Wir fanden uns super sympathisch und es hat alles so gepasst von den Interessenwerten. Ich hoffe, ihr habt euch nicht im Dreieck kennengelernt, weil das ist schon einfach so ein toxischer Start, dass da jemand sagt, ey, wir haben keinen Sex mehr. Und ist aber eigentlich noch in einer Beziehung, da kommt immer nur Murks raus. Und offensichtlich hat sie auch keine Datingpause gemacht zwischen den Beziehungen und dann regiert halt die Bedürftigkeit, ne? So, und dann will man einfach nur wieder Bestätigung haben und irgendwie schlechten Gefühle überdecken und dann gibt es jemand Neues, das ist eigentlich auch wieder Thema Rebound-Beziehung und dann hält das aber wieder nicht lange, weil das eigentlich gar nicht um dich ging vielleicht. Jetzt glaube ich, hat ja da davor schon mal ein Video gemacht zu Rebound-Beziehungen. Ja, das ist einfach Käse, ne? Wenn der eine noch an den anderen denkt. So, wir haben uns dann an einem Tag getroffen, hatten ein wundervolles Date mit Spazierengehen. Sie hat dann Essen gekocht, wir sind auf dem Sofa gelandet, haben uns so geküsst, was aber vollkommen okay war. Ab dem Moment begann unsere Beziehung und sie hat mich mit Liebesbekundungen überhäuft. Ja, das ist dann wohl Lovebombing.
Ich würde am Anfang, wenn man dazu neigt, toxische Beziehungen zu haben, würde ich am Anfang nicht so lange Dates machen. Auf mich hört sowieso keiner, aber ich sag's immer wieder. Wird dann doch immer gemacht, aber naja. Egal. So. Sie hat dann auch öfters bei mir in der Stadt geschlafen, hat überall Zettel aufgehängt und hingelegt, wie toll ich sei. Das wird mich schon komplett fucking misstrauisch machen. Da würden bei mir alle Alarmglocken angehen, aber solange man es nicht weiß, weiß man es halt nicht. Ne? Das sollte einen übrigens, ich glaube, wenn man einen gesunden Liebeschip hat, stößt einen das komplett ab übrigens. Also gesund jetzt in Anführungsstrichen, also einen stabileren, sagen wir mal so. So, was mir natürlich auch sehr gefallen hat, das sollte dir nicht gefallen, das sollte dich komplett abtören. Kinder zusammenziehen, mehrere Sachen wurden auch schon geplant. Bei ihr wurde, wenn wir zusammen waren, auch eine Krankheit diagnostiziert. Ich stand ihr zur Seite und habe sie mal wieder aufgebaut. Als sie alles gut überstanden hatte, wollte sie noch mehr Kinder, was für mich okay war, da ich mir auch Familie wünsche. Für mich hat sich das alles natürlich fantastisch angehört. Der Sex war nach dieser ersten langweiligen Beziehung überragend erfüllend, wo ich zum ersten Mal etwas irritiert war, war bei meinem besten Kumpel. Wir hatten bei ihnen einen Grillabend mit Übernachtung. Auch hier hat sie immer wieder zu meinem Freund und seiner Freundin gesagt, wie toll sie sind und dass mein Freund ein super bester Freund ist. Oh, okay. Du Scheiße. Am Morgen hat sie dann ganz viele Zettel mit, ihr seid so toll und super im Haus verteilt bei den Freunden jetzt. Oh, oh fuck. Oh mein Gott, ey. Mein Freund und seine Freundin fanden das natürlich sehr irritierend. Ja, die finden es irritierend, weil sie nicht so drin hängen. Du hättest es auch irritierend finden sollen. Wie gesagt, solange man es nicht weiß, weiß man es nicht. Und wenn Emotionen im Spiel sind, es ist höchst irritierend und sollten sämtliche Haare, die man noch hat, sollten einem zu Berge stehen. Also ich weiß zumindest, was dann kommt. Und naja. Da kann so viel schlimme Sachen rauskommen, aber egal. Mein Freund und seine Freundin für das auch irritieren. Naja, sei es drum. Ich hatte dann sehr viel mit der Arbeit zu tun. Das hat mich sehr belastet. Dies habe ich ja auch so mitgeteilt und das, was an meiner Arbeitssituation was ändern muss. Wir fuhren dann in den Urlaub und es waren ein paar wundervolle Tage, die ich sehr genossen habe. Ich habe aber gemerkt, dass die Arbeit mich nicht mehr losgelassen hat. Und dann ging es dir nicht so gut, wurde es krankgeschrieben und dann war sie nicht für dich da. Ja, schönen Dank auch, ne? Ja. Hier fing es schon an. Sie haben in den ersten 3 bis 4 Monaten immer sehr viele Nachrichten mit Herzchen, Smileys über WhatsApp geschrieben. Dies wird immer kühler. Ja, also von Nachrichten kann man sich nichts kaufen, ne? Das ist billig. Also billig im Sinne von, dass es überhaupt kein Aufwand ist, mal eben irgendwas einen Scheiß zu texten, ne? Mich hat das irritiert. Ich habe nachgefragt, ob alles in Ordnung sei. Sie meint, es alles passt. Ja, klar. Sie ist dann mit ihren 2 besten Freunden, ein Mann und eine Frau, in den Urlaub gefahren. Hier wurde der Kontakt immer kühler und sie wurde immer unnahbarer. Ja, da war sicherlich schon was anderes im Ofen. Vermute ich mal. Just saying. Als sie zurückkam, sahen wir uns erst einige Tage später und da hatte sie mir am Vormittag eine Nachricht geschrieben, dass sie heute Abend reden müssten. Ah ja, okay. Immerhin gut, dass sie es auch anspricht dann. Ich wollte natürlich wissen, um was es geht und bekam keine Antwort. Ich bin ein Mensch, der braucht Klarheit und keine Ungewissheit. Ich hatte sie dann auch angerufen, direkt gefragt, ob sie die Beziehung beenden möchte. Sie hat dann nur gesagt, ich soll mir nicht so viele Gedanken machen und wir reden heute Abend. Für mich war es ein unglaublicher Abfuck. Sie kam dann und meinte, es ging ihr alles viel zu schnell. Sie bräuchte jetzt erstmal Abstand, aber sie möchte auf jeden Fall mit mir zusammenbleiben. Also wenn eine Frau sagt, sie braucht Abstand, rennt so schnell ihr könnt, wirklich, ist das Ding gelutscht. Es ist so gelutscht, dass das Bonbon schon gar nicht mehr da ist. Also, aber auch schön so am Benzel halten. Aber gut, das macht man dann. Ich will das jetzt auch alles immer gar nicht moralisch bewerten. Das ist halt, was man im Minuspol so macht. Aber es ist einfach Ego-Scheiße. Und naja. So.
ich bin der richtige Mann, es sieht Großes in der, sie sieht Großes in unserer Beziehung, aber sie möchte, ich liebe dich so, ich sehe so Großes in der Beziehung, aber ich möchte dich gerne erstmal 5 Wochen nicht mehr sehen. Das ist so typisch toxische Beziehung, Ego, Minuspol, alles, es ist so typisch. Also wenn ihr diese Inkonsistenzen seht, ne, ist echt Alarmstufe Dunkelrot. So. Ach. Ja, genau. Es ist so heiß draußen, solltest du dir trotzdem eine Eskimo-Jacke anziehen. Irgendwie. Ach, ich könnte jetzt so 1000, das ist einfach so irrsinnig. Du solltest vegetarisch essen, aber hier ist ein Schweinsbraten. So, geht noch weiter. Diese Zeit nehmen wäre für mich völlig okay gewesen, aber diese Kühle war schon hart. Ja, das ist, aber ist auch so typisch toxische Beziehung halt, diese erst so und dann so, ne? Und dann geht es immer so weiter. Dieser Zustand hat mich innerlich ziemlich aufgefressen, da ich jetzt wusste, wir sind noch zusammen oder nicht. Was ist jetzt überhaupt los? Nach 2 schlaflosen Nächten habe ich dann Beschluss befasst, das zu beenden. Es tut mir nicht gut. Habe sie angerufen, dass mir es nicht gut tut. Sie hat dann geweint. Dann habt ihr wieder telefoniert. Da habt ihr überlegt, ob ihr euch noch eine Chance gibt. Und hast du gesagt, ja, wenn ihr beide an der Beziehung arbeiten wollt. Und sie schaut, woher diese Unnahbarkeit kommt. Du kannst auch schauen, warum du so eine Frau datest. Macht genauso Sinn. Kannst du wenigstens bei dir gucken. Ich habe sie natürlich das Gleiche gefragt und sie meinte dann grundsätzlich, ja, aber ich soll doch auch auf mich schauen. Ja, hat sie recht. Aber nicht so, wie sie es, glaube ich, jetzt meint. Ich hätte mich in den letzten Monaten total verändert und ob ich denn eigentlich merke, wie scheiße es mir gehe. Ja, die geht es ja jetzt auch nicht so gut, okay. Aber wenn man es einem nicht gut geht, dann will man nicht noch einen Partner haben, der da keinen Bock drauf hat. Aber gut, das ist ihre ehrliche Meinung wahrscheinlich. Und ja, kannst du jetzt sehen, dass es keine Freundin ist, die dir da die Hand hält, so, ne? Sie hätte gerne wieder einen Freund zurück, den sie am Anfang kennengelernt hat. Das war eine harte Ansage. Ich habe mir nur gedacht, was geht dann jetzt? Gut, das ging dann doch etwas hin und her und ich hatte immer wieder versucht, eine Lösung zu finden, aber irgendwie wollte es nicht klappen. Ich beendete das Gespräch, nachdem sie mir gesagt hat, wenn es für mich leichter ist, sie als die Schuldige in der Beziehung zu sehen, dann ging das immer so weiter. Kam sie wieder vorbei, dann habt ihr euch geküsst, hat sich entschuldigt. Hat sie noch gesagt, ihr schreibt euch auf jeden Fall. dann wurde ein neues Treffen angesetzt und, dann hat sie nicht geschrieben. Dann wieder nicht geschrieben, schlechte Kommunikation. Und dann wieder Beziehung beendet, dann ist sie wieder vorbeigekommen und hat ihre Sachen abgeholt. Ja gut, da wird nichts mehr rauskommen. Hab sie überall blockiert und Kontaktsperre. Ich habe natürlich auch mit meinen Freunden darüber gesprochen, ob ich mich verändert habe. Ja, das ist eine gute Idee. Ich war so unsicher, es hat mich selbst irritiert. Mir wurde dann aber auch gleich der Kopf gewaschen von meinen Freunden, von daher alles gut. Aber ich soll doch mal hinschauen. Seitdem habe ich mich mit dem Thema toxische Beziehungen und so weiter auseinandergesetzt und musste feststellen, dass hier schon einige Parallelen zu meiner Ex-Freundin zu finden sind. Ah, okay, ich werde es jetzt nicht alles vorlesen. Da sind auch noch einige mehr Issues bei deiner Ex-Freundin. Das kann ich jetzt nicht alles vorlesen. Aber ja gut, dann weißt du, für die Zukunft bist du vielleicht ein bisschen gewarnter. Das muss man jetzt nicht alles... Sie sei sehr spirituell. Ja, also ich bin ja auch, ich mag ja Spiritualität, aber nur, dass jemand sagt, dass das spirituell ist, hat überhaupt nichts damit zu tun, wie er psychologisch aufgestellt ist. Es gibt Menschen, die sind psychologisch super aufgestellt, total unspirituell. Es gibt Menschen, die sind super spirituell, psychologisch ganz schwierig aufgestellt, total kaputtes Bindungsmuster. Es gibt alles Mögliche. Und natürlich auch die anderen Kästchen in dem Viereck. Ich habe das Gefühl, dass ich von ihr die Finger lassen sollte. Ja,
Ja. Es gehört ja immer einer dazu, der es macht und einer, der es machen lässt, genau. Ich habe bestimmt auch meinen Teil dazu beigetragen und so weiter und so weiter. Ich denke, denkst du, dass ich richtig gehandelt habe, da auszusteigen? Yep. Zumindest sagt mir mein Bauch und mein Kopf, es tut mir nicht gut und ich möchte nicht so behandelt werden. Ja, du möchtest nicht so behandelt werden, aber ich glaube, sie auf eine Art kann sie gar nichts dafür, sie ist so. Und aber du bist nicht ihr Therapeut und nicht ihr Retter. Du hast es relativ schnell durchschaut. Also sei froh, du hast kein Kind mit ihr. Hack's einfach ab, arbeite an einem Liebeschip. Die Männer bei mir haben fast alle den gleichen Liebeschip. Mach die fucking Kurse. Und lass es los irgendwie, ne? Bleib auf null Kontakt, dann geht's am schnellsten und solltest wirklich an dir arbeiten, dass du da stabiler wirst, dass du dich selber mehr durchschaust und dich einfach mehr im Griff hast und dann wird dein Dating-Game auch besser. Ja, also tut mir leid, aber lass es einfach los und sag dir einfach, also ich glaube jetzt nicht, dass sie so intentionally böse ist. Die ist einfach so. Ne? Aber Beziehung ist eben Geben und Nehmen und wenn nur einer gibt, geht's halt nicht. Ne? So, ich freue mich auf deine Antworten. Danke für deine vielen tollen Videos. Damit hast du nicht nur mir geholfen, sondern bestimmt auch vielen anderen Menschen. Bitte mach weiter so, bleib so authentisch. Das ist einfach super. Dir einen schönen Tag und bleib gesund. Und wir werden uns bald wiedersehen.